Ist es schon wieder morgen? Ordnung. Ich mache Ordnung. Lass mich runter! Lass mich runter! Ja. Lieber Himmel, was ist passiert? Der Roboter scheint gründlich aufzuräumen. Und zwar alles. Ja, er entsorgt sogar uns. Dieses Monster, wie können wir ihn aufhalten? Allein Ben könnte das noch schaffen. Hallo, Mrs. Elf am Apparat. Hallo, Mrs. Elf. Entschuldigung, ich weiß, wie spät es ist, aber das ist ein Notfall. Wir brauchen Ben. Sofort. In Ordnung. Ben, man hat angerufen wegen eines Notfalls im kleinen Schloss. Wir müssen auf der Stelle dorthin. In Ordnung. Elfen, alle zum Einsatz. Hast ein Problem, du, was sagen wir? Ruf uns, wir sind schnell bei dir. Denn was sind wir? Wir sind Elfen. Sind die Elfen. Hurra! Da ist mein Roboter. Ah, lass mich runter. Ben Elf, Meister, Meister, Meister. Oh, er ist abgelaufen. Hurra! Nur was kann den Spielzeugroboter dazu veranlasst haben, so eigenartig zu agieren? Ich schätze, dass mein gezauberter Schlüssel die Ursache dafür war. Ah, Magie! Was hast du denn da Schönes, Gaston? Das ist bestimmt der richtige Schlüssel. Gut gemacht, Gaston. Ben, hältst du das für eine gute Idee? Es wird nichts geschehen. Oh. An diesen Spielzeugroboter erinnere ich mich. Hurra! Zurück in die Küche. Achtung! Es kommt alles, was wir brauchen, hier rein. Brombeere, Zucker, Zitrone. Hopp, rein! Tautropfen, Schneckenschleim. Und als letztes der Froschrülpser. Und jetzt der Zauberspruch. Zucker und Gewürze, Abradeim, Rülpser vom Frosch, Schneckenschleim. Oh, das schmeckt doch garantiert ganz furchtbar. Oh, Ben, wie wir wissen, ist es bloß gedacht zum Einreiben der Füße und nicht zum Trinken. Sowas würde niemand trinken. Oh, mein Gott, das stinkt gemein. Und es schmeckt ganz abscheulich. Daddy, das solltest du doch gar nicht trinken. Damit reibt man sich nur seine Füße ein. Was? Ich frag mich, was jetzt passieren wird. Ich seh mal nach, was im Buch steht. Ah, bla bla bla. Oh je. Was steht da? Ich Dummerchen. Bei versehentlichem Verschlucken wirkt das Mittel nicht gegen Erkältung, sondern als starkes Haarwuchsmittel. Ja, ich muss sagen, Eure Majestät, lange Haare stehen euch ausgezeichnet. Nanny Plum, ich glaube, die Erkältung ist weg. Hurra! Oh! Die habe ich mir jetzt eingefangen. Sind wir jetzt da? Gleich. Hier hinein. Hallo, Prinzessin Holly. Hallo, weiser alter Elf. Das ist die große Elfenuhr. Wow. Die absolut genaueste Uhr von allen. Was heißt genaueste in diesem Fall? Das bedeutet, dass sie immer die richtige Zeit anzeigt. Ganz genau, Ben. Ich stelle sie jeden Abend nach der Glocke in der Ferne. Sie dürfte jeden Moment läuten. Tam, tadam, tam, da, di, da. Da, 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 la, di, di, da. Oh, mein Magen beginnt zu knurren. Das bedeutet, es ist Abendbrotzeit. Abendessen! Abendessen!
Na bitte, es wird geläutet. Jetzt kann ich die Uhr genau stellen. Aber das ist doch bloß Nanny Plum. Was, wie bitte? Nanny läutet abends immer die Glocke, wenn es Zeit zum Essen ist. Und woher weiß Nanny Plum so genau, wann die Zeit dran ist? Weil ihr Magen sich meldet. Was? Ihr meint, ich habe stets unsere große Elfenuhr nach dem Knurren eines Feenmagens gestellt? Ja! Tja, ihr Magen scheint sich überraschend pünktlich bei ihr zu melden. Es ist Essenszeit. Mach's gut, Ben. Wir sehen uns morgen, Holly. Zick, zack, zosch. Mach mich zu einem Frosch. Wow! Ein gewöhnlicher Frosch. Seht nur, wie schleimig er ist. Und wie übelriechend noch dazu. Oh, das stinkt ja abscheulich. Pfui! Und wie einfältig er klingt. Tja, das bringt den heutigen Naturkundeunterricht zu einem recht zufriedenstellenden Ende. Nanny Plum, Sie können sich jetzt wieder zurückverwandeln. Ich denke nicht, dass Nanny Plum das allein hinkriegt, weiser alter Elf. Sie wird den Zauberstab nicht greifen können. Oh, wirklich dumm. Jetzt folgt eure Hausaufgabe. Aber Nanny Plum, wir können sie doch nicht als Frosch zurücklassen. Ach, wirklich? Oh ja, ich fürchte nicht. Welche von euch Feen möchte sie zurückverwandeln? Ich! Na schön. Holly, tut euer Bestes. Ich bin mir nicht ganz klar, welchen Zauberspruch ich wählen soll. Ich bin sicher, Nanny Plum würde wollen, dass du einfach irgendwie loslegst. Okay, dann versuche ich den. Abrakase letzt. Frosch sei Fee jetzt. Oh, es funktioniert. Oh, danke, Holly. Ups, tut mir leid, Nanny. Du hast das sehr gut gemacht, Holly. Der Zauberstab wurde nur ein bisschen zu stark geschüttelt. Abrakase letzt, Frosch sei Fee jetzt. Hurra! Ihr seht, Kinder, man muss den Zauberstab unter Kontrolle haben. Daddy hat uns gesagt, wir sollen Betty füttern. Aber jetzt ist sie so dick, da wird sie niemals fliegen. Daddy muss sich geirrt haben. Holly, Daddy irrt sich niemals. Er ist der König und er ist folglich weise. Und trotzdem, wie soll sie fliegen? Warte einfach ab. Gute Nacht, Holly. Gute Nacht, Mami. Aber wie soll die dicke Raupe denn fliegen? Tja, das würde sie nur nicht, wäre sie weiterhin eine Raupe. Das verstehe ich nicht. Das wirst du morgen. Gute Nacht, Ben. Gute Nacht, Daddy. Aufstehzeit! Ben! Ben! Holly! Hallo, Ben! Hallo, Holly! Oh! Wo ist Betty? Keine Ahnung. Sieh dir aber mal das da an. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Gestern war es jedenfalls noch nicht da. Grüßt euch. Hallo, Violet. Hallo, Romy. Was ist das? Wissen wir auch nicht. Das ist ein Kokon. Die Raupen machen sowas. Und ist Betty Raupe da drin? Ja, wenn sie aber rauskommt, dann wird sie keine Raupe mehr sein, weißt du? Und was ist sie dann? Vielleicht ein Frosch. Ein Frosch? Aber vielleicht auch ein Vogel. Verstehe. Betty Raupe verwandelt sich in einen Vogel. Und dann kann sie fliegen. Er will also einen Eimer Eierschaum und ein großes Glas Gurken? Ja. Ich wusste es. Man holt nicht ungestraft einen Gnom. Welchen Fehler haben Gnome? Sie lassen andere für sich arbeiten, während sie nur essen und schlafen. Grummeln Sie schon wieder, Nanny.
Sieh an, wollen wir zum Picknick? Nein, Daddy, das ist alles für Mr. Gnom. Und was kommt bei uns auf den Tisch, Nanny? Es ist nichts mehr da, Eure Majestät. Der Gnom verschlingt alles. Nanny, denk daran, dass Mr. Gnom auch Plastikblumen wollte. Plastikblumen? Sie sollen zur Windmühle. Windmühle? Da muss ich ja wohl mal nach dem Rechten sehen. Ah, danke schön, weiser alter Elf. Ich könnte sowas selbst kaum besser machen. Oh, seht nur, eine hübsche Brücke. Ich konstatiere, dass Sie zweifellos hart gearbeitet haben. Ja, königliche Hoheit. Und wann werden Sie uns leider wieder verlassen? Oh, wisst ihr, ich glaube, das ist niemals nötig, Eure Hoheit. Was? Ich könnte mich hier niederlassen für immer. Was wird dann aus meinem Golf? Oh, ich laufe euch nicht in den Weg. Sie sind mir schon im Weg. Oh, euer Schaum und Gurken. Ich kann nicht Golf spielen bei den vielen Hindernissen. Ich weiß was. Dann spielen wir Minigolf. Ja, Minigolf. Diese Art Golf ist natürlich viel besser als die andere. Ja. König und Königin Marigold lieben keine gewöhnlichen Sachen. Und die Instrumente klingen, wie soll ich sagen, grob. Das haben wir gleich. Wie? Ich greife kurz zur Magie und alles klingt sofort toll normal. Nun spielen Sie bitte, Mr. Elf. Fantastisch. Das klingt genau wie die Musik, die König und Königin Marigold gern hören. Problem gelöst. König und Königin Marigold. Ach, wie entzückend, euer reizendes Königreich wiederzusehen, Königin Aurike. Es ist ja stets aufs Neue ein großes Vergnügen, hier die Erfahrung des einfachen Landlebens zu machen. Und wir sind ganz gespannt auf die Original-Elfenmusik. Oh ja, die müsst ihr einfach hören. Oh, König Aurike, ihr habt ja gar nicht erzählt, dass ihr auch Dirigent seid. Ich habe ein besonderes Interesse am Klang dieser Band. Ich muss sagen, das ist durchaus nicht das, was ich von dem Konzert erwartet habe. Sie haben geübt und zwar sehr fleißig. Die Elfen spielen ja gut. Nur das Stück ist doch recht altmodisch. Auch der Klang der Instrumente ist nicht gerade originell. Ich dachte, bei Elfenmusik gäbe es mehr Folklore. Was sagt ihr? Interessant. Was ist das? Zuerst brauchen wir was, das sich in Schuhe verwandeln lässt. Zitronen? Nein, es geht nur etwas in Schuhform. Ah! Karotten! Jetzt etwas ganz Pralles und Rundes für das Jackett. Die Zitrone! Nein, die Tomate! Was nehmen wir nur für die Krone? Ah, Holly. Komm, begrüß König und Königin Marigold. Hallo, Prinzessin Holly. Hallo. Und das ist mein bester Freund, Ben Elf. Hallo, Ben. Ich muss sagen, seine Kleidung ist, charmant. Ja, reizend und recht einfach. Oh, der Stil heißt Landhaus. Ich finde, wie sich jemand kleidet, ist von höchster Bedeutung. Mein Gemahl erscheint jeden Moment. Er zieht sich nur noch schnell sein neues Gewand an. Neues Gewand? Das hört sich interessant an. Wisst ihr, es ist ein Experiment. Entschuldigt die Verspätung. Das ist ja fantastisch. Hinreißend. Wirklich?
Nur das Jackett fühlt sich noch ein wenig feucht an. Es steht euch wundervoll. Es wirkt frisch und aufregend. Wir sagten gerade, wie bedeutend es ist, sorgfältig darauf zu achten, was man trägt. Oh, das finde ich ganz und gar nicht. Oh, na sowas. Oh, was ist das? Ja, ich hatte befürchtet, dass das passiert. Zauberkleidung ist eine heikle Sache. Sieht das verrückt aus? Du trägst eine Zitrone auf dem Kopf. Versuchen wir das. Magischer Picknickkorb, bring uns mehr davon her. Magischer Picknickkorb, bring uns mehr davon her. Für einen Moment habe ich doch tatsächlich gedacht, wir hätten eine neue Geleeflut. Geleeflut, Geleeflut, Geleeflut. Wow. Sie müssen das aufhalten. Stück für Stück. Magischer Pudding. Zurück, zurück, zurück. Nanny, versuchen Sie einen stärkeren Spruch. Da kann ich nur einen nehmen. Magie vorbei. Aber der ist nun mal königlichen Notfällen vorbehalten. Ich erkläre das zum königlichen Notfall. Blitzen soll's, donnern, Nordwind blas los, Zauber zurück in der Wunderwelt Schoß. Das war's! Hurra! Lenny, wo ist denn jetzt unser Essen? Es tut mir leid. Ich musste den kompletten Zauber rückgängig machen, auch das magische Picknick. Das ist ja ärgerlich. Mein Essen ist noch vollständig hier. Natürlich, weil es ja nicht durch Magie gemacht worden ist. Und glücklicherweise habe ich genug für jeden von uns. Danke, Ben. Warte, Nanny. Du hast gesagt, Feen essen keine Elfenspeisen. Ja. Danke, dass du mich daran erinnert hast, Prinzessin Holly. Genießen wir den Ausflug eben ohne Picknick. Wir setzen uns und genießen die schöne Aussicht. Das schmeckt. Ich hab ein bisschen Hunger. Ich auch. Gaston! Ich sagte es ja. Marienkäfer sind niemals richtig fröhlich. Gaston! Was ist denn los? Oh je. Nanny, was hat er jetzt gesagt? Er hat gesagt, dass er die Höhle so geliebt hat, wie sie war. Unordentlich, stinkend und schmutzig. Oh, entschuldige, Gaston. Keine Panik, wir machen alles wieder so, dass du dich wohlfühlst. Ja, wir sind wirklich gut darin, richtig Unordnung zu machen. Macht das Spaß! Eine Spinnwebe hier, eine Spinnwebe da. Brillant! Zip, zap, Zauber, Gastons Bett sei nicht mehr sauber. Stinkende Socken und Lollipops. Gut, nur noch über alles ein Grauschleier, dann haben wir es geschafft. Das haben wir zusammen gut hinbekommen. Es riecht bereits wieder so furchtbar wie vorher. Hurra! Und wenn wir irgendwann deine Höhle wieder so richtig unordentlich machen sollen, Gaston, hab keine Angst. Frag uns ruhig. Ja, schließlich sind Freunde ja für so etwas da. Komm mit, lass uns spielen. Hey, warte auf uns! Auf geht's, Gaston! In die Luft! In die Luft! Jura! Ihr fangt mich nicht! Aber klar! das scheint sie nicht zufriedenzustellen. Wenn ihr was zu essen wollt, kann ich euch das mit meinem magischen Picknickkorb herbeizaubern. Was würdet ihr denn gern essen? Sie sagt süße Dinge. Und was für süße Dinge?
Gelee? Oh, ich zaubere gern Gelee. Vorsicht, Nanny Plum. Wir wollen keine neue Geleeflut. Keine Sorge. Ich weiß schon, was ich tue. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Bring uns Gelee in Maßen her. Wollt ihr noch mehr? Kein Problem. Vorsicht, Nanny Plum. Oh, Mr. Elf. Keine Panik. Magischer Picknickkorb, bring uns mehr davon her. Nanny, jetzt wollen sie alle Gelee. Große Güte, wir haben doch nicht so viel Zeit. Da werde ich wohl viel mehr zaubern müssen. Nein, Nanny Plum! Viel mehr davon her. Oh, die Geleeflut! Die Geleeflut zeigt uns jetzt den Weg nach draußen. Oh! Ich kann etwas von unten hören. Was ist das? Was rufen Sie da? Geleeflut? Was ist Geleeflut? Geleeflut! Oh! Ah, Geleeflut! Ja! Hier ist der Treibstofftank, Nanny Plum. Nun bitten Sie den magischen Picknickkorb um Gelee. Was? Sie haben doch aber gesagt, kein magisches Gelee mehr. Schon vergessen. Ich weiß, was ich gesagt habe, aber das ist ein Notfall. Na schön. Wie viel Gelee wollen Sie denn? Eine Menge. Ja, gut. Was? Wie soll uns das helfen? Das Gelee kommt aus dem magischen Picknickkorb mit einer verblüffenden Geschwindigkeit. Brrr. Wir nutzen nun diese Kraft des Gelees aus, damit die Rakete fliegt und alle sicher nach Hause kommen. Hätte ich das gesagt, hätten Sie mich glatt für verrückt erklärt. Aber das haben ja nicht Sie gesagt, sondern ich. Und der weise alte Elf ist nun mal sehr weise, Nanny Plum. Sagen wir, er ist ziemlich clever. Na schön, dann legen wir los. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Schaff uns Gelee in Massen her. Oh, alle gut festhalten. Es funktioniert! Hurra! Helfenrakete an Bodenkontrolle! Wir sind auf Kurs zurück zum kleinen Königreich! Und das mit Gelee als Treibstoff! Hurra! Sie sind auf dem Heimweg! War Nanny Plum unhöflich zur Hexe? Ein bisschen. Tja, Hexen haben manchmal ihre Mucken. Ich hoffe, du wirst ihr gleich ordentlich die Meinung sagen. Nein, ich habe eine bessere Idee. Wer ist da? König Aurikel. König Aurikel wer? König Aurikel, König Aurikel. Eure Majestät. Sie müssen die berühmte Hexe sein, über die ich schon so viel gehört habe. Oh, Sie beschämen mich. Über Ihre Geschicklichkeit, Ihre Güte und Schönheit. Oh. Nicht zu vergessen Ihre wundervolle Kochkunst. Möchten Sie einen warmen Kuchen? Nein, danke. Stimmt es, dass Sie Nanny Plum haben erstarren lassen? Ja, hab ich. Aber... Ich kann absolut verstehen, warum Sie sich dazu haben hinreißen lassen. So, so? Nanny Plum kann manchmal sehr unhöflich sein. Und sie ist leider, leider nicht so gescheit. Das ist wahr. Ich bin sicher, wer so klug und gütig ist, wie Sie es sind und weiß, dass Nanny Plum hilflos ist, lässt noch mal Gnade vor Recht ergehen. Ganz abgesehen davon brauche ich Sie, damit sie mein Essen kocht. Das könnte ich übernehmen, Majestät. Das ist sehr nett von Ihnen. Ich wollte gerade Würstchen im Schlafrock zubereiten. Dennoch hätte ich gern Nanny Plum zurück. Ich verstehe. Einen Moment. Sie
sagen Sie Danke für die Gastfreundschaft. Danke für die Gastfreundschaft. Leben Sie wohl, meine Verehrteste. Es war reizend, Ihnen zu begegnen. Es war mir eine Ehre, Eure Majestät. Auf Wiedersehen. Wiedersehen! Das ist nicht so gut. Holly versteckt sich großartig. Da finde ich sie sicher nie. Gefunden! Oh, wie hast du das geschafft, Ben? Ich bin unsichtbar. Oh, ich bin nicht mehr unsichtbar. Der Zauber hat nachgelassen. Zauber? Oh, es war ja nur so ein ganz, ganz winziges bisschen Zauberei. Ach, was soll's. Am besten spielen wir was anderes. Ich verspreche, dass ich weder fliege noch zaubere. Na schön, dann spielen wir jetzt eben mal... Ben! Holly! Kinder! Die Muffins sind fertig. Mrs. Elf, heißt das, wir müssen sofort reinkommen? Wir würden gern erst noch ein Spiel spielen. Wirklich? Na sowas. Ich dachte, eine gewisse Prinzessin und ein gewisser Elf hatten gar keine Lust, draußen zu spielen. Mami, wir haben ja kaum damit angefangen zu spielen. Und du hast gesagt, die Muffins würden eine Ewigkeit brauchen. Die Muffins waren eine Ewigkeit im Ofen. Ach, wirklich? Die Zeit ist verflogen, weil ihr miteinander Spaß hattet. Die Zeit macht das. Oh! Möchte jetzt jeder einen Muffin haben? Ja, bitte! Sehr lecker. Schmeckt. Das sind die weltbesten Muffins. Und Mrs. Elf schafft das ganz ohne Zauberei. Dankeschön, Holly. Ich denke, es war das Rühren, das den ganzen Unterschied gemacht hat. Soll ich dir mal einen Trick zeigen? Ja, gern. Den ganzen Muffin lasse ich jetzt verschwinden. Wie denn nur? Ich dachte, Elfen sind gar nicht fähig zu zaubern. Guck her. Gut aufpassen. Hier wird nur sichere und sensible Zauberei ausgeführt. Was tut er denn da jetzt? Wie es aussieht, richtet er den Testroboter für einen Zauberspruch ein. Was ist das? Limonade. Wir wollen jetzt den Zauberstab testen, indem wir die Limonade in irgendetwas anderes verwandeln. Können wir sie auch in eine goldene Kutsche verwandeln? Oder ein Monster mit 100 Augen und 3 Beinen. Hahaha, abwarten und Tee trinken. Die Limonade hat sich in Wasser verwandelt. Warum sollte man sowas denn tun? Das ist keine Magie. Eine äußerst sensible Magie. Eine blödsinnige Magie. Ach, worin würden Sie das denn verwandeln wollen? Na, zum Beispiel darin. Oh, Sie haben außerhalb des Testraums gezaubert. Das war äußerst riskant. Oh, eine Zitrone. Es sollte eigentlich ein Frosch werden. Nanny Plum. Mein Zauberstab arbeitet nicht richtig. Er rasselt ja auch. Oh, verstehe genau, was Sie meinen. Das klingt recht kritisch. Wie lange ist es denn jetzt her, dass er hier zur Durchsicht war? 10 Jahre rund. So, korrekt ist aber eigentlich einmal jährlich. Hier, versuchen Sie's. Ja, das ist gleich viel besser. Nanny, du hast den weisen alten Elf in einen Frosch verwandelt. Und es ging leicht. Sie zaubern ihn doch aber wieder zurück. Ich fürchte, das muss ich wohl. Sei im Nu, gleich wieder du. Wirklich gut. Eine Kartoffel, eine Karotte, eine Zwiebel, Erbsen und Gäse. Das klingt allerdings nicht gerade besonders... Still, ich muss nachdenken. Voilà, das Rezept für ein sehr modernes Gericht. Hurra! Das ist eine Bibliothek. Kann ich mir das Buch kurz mal ausleihen, weiser alter Elf? Ihr könnt es auch gleich behalten, Prinzessin Holly. Feenbücher gehören nämlich nicht in die Elfenbibliothek. Dankeschön. König!
König und Königin Marigold, ich freue mich riesig über euren Besuch. Hallo, Schätzchen. Es ist doch immer wieder reizend, so ein kleines Königreich zu sehen. Ich hoffe, ihr seid hungrig, weil Nanny schon den ganzen Tag in der Küche steht. Wir haben heute nichts weiter gegessen, nicht seit dem Frühstück. Wir wollten uns unseren Hunger und Appetit aufheben für die Speisen der besten Köchin der Welt. Ich frage mich, ob gebackene Bohnen modern sind. Nanny, wir bringen ein magisches Kochbuch. Hallo, Nanny Plum. Oh, da bist du ja wieder, mein Kochbuch. Wo war es denn? Es war in unserer Elfenbibliothek. Was hast du denn da nur getan? Ich hab mich gelangweilt, nichts sonst. Das Buch kennt sogar ein Rezept für eine moderne Speise. Oh, gut. Was brauche ich an Zutaten? Eine Kartoffel, eine Karotte, eine Zwiebel, ein paar Erbsen und Käse. Aber damit würde ich doch auch normalerweise kochen. Ja, die Zutaten sind einfach. Aber die Art der Zubereitung ist es nicht. Nun mach einen Topf Wasser auf. Schnippele Kartoffeln, Karotte, Zwiebeln, Erbsen und Käse und gib sie in den Topf. Koche alles eine Minute und dann sammle den Dampf. Den servierst du. Das ist alles? Es ist ein modernes, delikates Gericht.